Es gibt wieder so einige Food News. Und wenn du wissen möchtest, welche das sind, dann bleib doch gerne dran. Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es sind mal wieder einige Produktneuheiten in den Regalen aufgetaucht. Ich habe hier vegane als auch nicht vegane Snacks vor mir liegen. Und welche das sind, das schauen wir uns mal genauer an. Fangen wir auch direkt an. Denn mit dem ersten Produkt werden wir auch mal direkt frühstücken. Also holt euch einen Teller, falls auch ihr noch nicht gefrühstückt habt, und leistet mir doch gerne Gesellschaft. Denn das wird euch wahrlich umhauen. Und zwar eine Triple Crunchy Lion Edition mit Salted Caramel und Chocolate. Interessanter wird diese Sache dadurch, dass es aus 36% Vollkorn besteht. Wie crunchy, lionmäßig die jetzt wirklich sind, testen wir doch einfach mal direkt. Die sehen auf jeden Fall ganz schön groß aus, dafür, dass es eigentlich nur Cornflakes sind. Was jetzt aber natürlich noch fehlt, tada, Milch. Und da habe ich mich auch für eine neue Variante entschieden, und zwar eine pflanzliche. Ja, es gibt schon wieder eine neue pflanzliche Milch von einer neuen Marke oder vielleicht auch keine neue Marke, weil scheinbar existiert die schon seit 1985. Okay. Diese Milch ist natürlich vegan. Hergestellt wird die im Münsterland, genauer genommen in Beckum, meine ehemaligen Nachbarn. Interessant. Interessant ist auch, wie das Ganze denn schmeckt. Denn die einzige pflanzliche Milch, die mir bis jetzt geschmeckt hat, war die Man an einzige zwei war die Mandelmilch, allerdings die gesüßte Variante, und die Kokosmilch von Soja und Hafer, vor allem jetzt auch noch vereint, war ich eigentlich kein Fan. Mal schauen, ob die mich umstimmen werden. Okay, alles klar. Öffnen, schließen, schütteln, genießen. Ja, dann machen wir das doch. Öffnen, schließen, schütteln. Diese Reihenfolge macht einfach gar keinen Sinn, ne? Und genießen. Also, Laien und pflanzliche Milch. Das wird ja jetzt mal ein Erlebnis. Und wie geht's euch so? Das freut mich. Familie, Freunde, auch alles gut? Also, mein Teller ist leer. Ich muss sagen, das sättigt aber ganz schön. Also, die Lions sind einfach mega lecker. Und viel braucht man davon nicht, um satt zu werden. Das ist ein absolutes Top-Produkt. Die Milch allerdings. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich kein großer Soja- oder Hafermilch-Fan bin. Ja, das bleibt doch dabei. Wenn euch allerdings die pflanzliche Alternative der Milch gefällt, vor allem in diese Richtung, Soja und Hafer, dann solltet ihr vielleicht wirklich diese Variante mal probieren. Nichtsdestotrotz war es interessant, das mal auszuprobieren. Das nächste Produkt gibt es in zwei verschiedenen Varianten, und zwar die Crunchy Moments. Einmal mit knusprigem Krokant von kalifornischen Walnüssen und Ahornsirup und einmal in weißer Schokolade mit leckeren Coffee Crisps. So, ihr unwiderstehlichen Momente. Ene, mene, meck, und du bist weg. Gut, dann fangen wir mal mit dem zuerst an. Ganz schön groß. Also dieses Tiramisu-Ding, das ist ja. Weiß ich nicht, Digga. Für alle Leute, die extrem auf Kaffee stehen, also so ganz extrem, die den ganzen Tag nur Kaffee trinken und nichts anderes, vielleicht ist das was für die. Ich weiß es nicht. Weil das schmeckt komplett nur nach Kaffee. Und zwar nach Kaffeebohnen einfach. Weiß ich nicht. Mein Fall ist es nicht. Es ist so ein halber Daumen nach unten. Hoffen wir mal, dass unsere Walnüsse etwas besser schmecken.
Okay, ich nehme meine letzte Aussage zurück. Das ist auch Müll. Es gibt so viele bessere Sachen. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist nicht allgemein ein schlechtes Produkt. Es ist nur nicht mein Produkt. Das schmeckt zwar nach in Ahorn gerösteten Walnüssen, aber die Schokolade auch noch dazu. Aber zusammen, ach, ich weiß nicht. Es ist jetzt nicht ganz ungenießbar, aber ich sag mal so, nochmal kaufen werde ich das definitiv nicht. Das nächste Produkt trägt den Namen eines, ich sag mal, Musikers. Und zwar Mozartkugeln. Haha. Es gibt jetzt, soweit ich mich erinnern kann, drei neue Sorten. Einmal die dunkle Schokolade, dann mit Zwetschgen und einmal die hier, Kokos-Ananas. Natürlich in weißer Schokolade. Wer von euch isst denn gerne Mozartkugeln? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob viele Fans davon sind oder nicht. Könnt ihr auch natürlich auch gerne reinschreiben. Ich kenne eigentlich, ich glaube, dann das ist die erste Variante, nur die mit Marzipan und davon war ich nie irgendwie großer Fan von. Ich weiß nicht, vielleicht lässt sich das ja jetzt ändern mit den neuen Sorten. Deshalb probieren wir mal Kokos-Ananas. Kokos-Ananas. Und weiße Schokolade, das ist der Kokos-Ananas, Pina Colada. Oder die Waldfee. Wenn ich jetzt ein Pina Colada hätte und dazu eine Mozartkugel, also diese Mozartkugel. Boah. Okay, Moment. Was? Ey, hier ist ja auch eine Marzipanfüllung dran. Aber mit dieser Kreation schmeckt das nicht schlecht. Ich wusste es doch. Da ist Alkohol drin, schon wieder diese kleinen Verbrecher. Ich dachte mir nämlich gerade, das schmeckt mir viel zu sehr nach Pina Colada. Das ist Pina Colada. Würdest du so eine Kugel ins Getränk werfen, würde die gar nicht auffallen. Naja, vielleicht wäre es ein bisschen süßer als üblich, aber gut. Was halte ich denn davon? Also unsere Pina Colada zum Essen? Ja, warum nicht? Kann man machen. Unser nächstes Produkt ist ein veganes Produkt, also alle Mann aufgepasst. Und zwar ein neues Knäckebrot von der Marke Brandt. Die haben drei neue Sorten, um genauer zu sein. Einmal die hier mit Roggen, danach musste ich schon richtig kramen, wenn ich ehrlich bin. Dann gab es noch Hafer, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten seht ihr hier das Richtige. Und mit Sesam. Plus, das Ganze besteht aus 100% Vollkorn. Das ist auch wieder mal richtig dünn, wie so eine Scheibe Papier, ey. Fast. Ja, ist okay. Aber ich glaube, so als Brotersatz kann das schon durchgehen. Ist jetzt nicht schlecht oder so. Es ist auf jeden Fall schön knusprig und es schmeckt nach Roggen. Unser nächstes, ich würde eigentlich schon wieder fast sagen Sommerprodukt, ist von Rittersport. Wieder eine neue Variation. Crispy Banana. Banana. Sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus, muss ich sagen. Hola amigos, wie schmecken du? Bin gespannt, ob man da wirklich so ein bisschen Banane rausschmeckt. Boah, ich bin so voll, ne, von den Cornflakes, ey. Mir ist schon richtig schlecht. Na, probieren wir mal ein Stückchen. Boah. Ist das süß, ey. Oder die Waldfee, sag mal. Boah, warum ist das so süß? Das ist doch nicht normal. Klebt ja das Arschloch zusammen, ey. Kakao 30%, ja. Und Zucker auch noch. Und Kakaobutter und Kakaomasse. Meine Herren, ey. Noch mehr hättet ihr nicht reinpacken können, oder? Also, wenn man nur so ein kleines Stückchen isst, wie ich gerade, dann könnte es gehen. Aber meine Fresse, das ist viel zu süß. Also wirklich extrem süß.
Aber ich muss sagen, die Idee mit den Bananen. Die ist wirklich gut. Man schmeckt die sogar raus. Aber mehr als ein Stückchen kann man davon nicht essen. Also es ist jetzt kein komplettes Go, sondern irgendwie nur so ein halbes. Wäre die Schokolade weniger süß, das wäre top. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gab schon bessere Tage als heute. Es war jetzt noch nicht so wirklich was dabei, was so richtig einen rausgehauen hat, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Hoffen wir mal, dass unsere nächste Schokolade nicht mehr ganz so süß ist, bitte. Aber da sprechen wir ja auch von der Lindt-Schokolade. Eine neue Sorte, und zwar Maracuja-Chili. Ich schwör's euch, letzte Woche war die noch nicht da. Es öffnet sich wie ein Buch. Nur ist da kein Buch, sondern Schokolade. Oh nein, es ist Lindt. Boah, diese Täfelchen, ne? Die sehen schon wieder so schnieke aus, ey. Eine Mousse mit Maracuja und Chili. Ob wir alles rausschmecken können? Die dunkle Schokolade ist nicht so penetrant, wie man das eigentlich gewohnt ist. Die Mousse ist unglaublich lecker und mousig. Und die Maracuja-Chili-Füllung, es schmeckt zwar mehr nach Maracuja als nach Chili, obwohl so im Abgang vielleicht. Aber was hätte man auch anderes erwartet von Lindt? Ein absolutes Go-Produkt. Kommen wir nun zu einem weiteren veganen Produkt. Diese Chips aus Hummus mit einem Sweet-Chili-Geschmack sind, wie bereits erwähnt, vegan. Wie sieht Hummus eigentlich aus? Hummus, Substantiv, Maskulin oder Substantiv. Neutrum, der mit Sesamsoße, Knoblauch, Zitronensaft und Salz zubereitetes Kichererbsenpüree. Ah, das ist es also. Okay. Und das gibt es jetzt als Chips von einer Marke namens XOX. Oder Xox. Wir probieren jetzt einfach mal unsere Chips von Xox. Die riechen auf jeden Fall. Ich glaube, das soll Hummus sein. Ich habe das noch nie probiert. Aber so würde ich mir den Geruch von Hummus vorstellen, auf jeden Fall. Aussehen tun die also fast schon ziemlich perfekt dafür, dass es Chips sind. Gut. Dann Prüsterchen, ne? Die sind nicht schlecht. Ich meine, gut, Sweet Chili schmeckt eigentlich so ein bisschen anders. Aber ich glaube, dieser Hummus-Geschmack ist halt auch einfach zu penetrant dafür. Aber es ist sehr lecker. Ein Go für Hummus-Chips. Wer hätte das mal gedacht? Die Chips wären jetzt eigentlich ein guter Abschluss gewesen. Aber nein, wir haben noch ein letztes Produkt. Auch wenn ich keine Lust mehr auf Schokolade habe oder irgendwas anderes Süßes, haben wir hier von Gü die Hot Pots. Das sind schon zwei fertige Schokoladenbrownies. Allerdings muss man die, glaube ich, erhitzen. Ah, so sehen die aus. In einem Glas? Nee, das ist doch kein Glas, oder? Oh, vielleicht doch. Anna, 32. Weiß jetzt, was Glas ist. Folie abmachen, bei 800 Grad für 30 Sekunden erhitzen. Ich kann es nur nicht anfassen, das ist so extrem heiß. Aber das riecht schon mal echt schokoladig. Was ja eigentlich gut ist. Das erinnert mich ganz stark an dieses, wo war das, Mc's oder Burger King? Diese Hot Brownie. Daran erinnert mich das ganz, ganz stark. Auch vom Geruch her. Auch, als hätte ich das jetzt schon probiert, ey. Ich probiere es jetzt erstmal. Ha. Es ist immer noch so heiß, ne? Ja, vom Geschmack auch. Das ist fast eins zu eins dasselbe. Es fehlt nur noch die Schlagsahne obendrauf, ne? Ein Top-Produkt.
auch wenn noch sehr, sehr heiß. Ich glaube, das war mit das beste Produkt heute. Muss ich ehrlich zugeben, hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Und die Chips sind direkt auf dem zweiten Platz. Unglaublich, aber wahr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon Hummus-Chips probiert habt, egal ob die oder andere. Und wie ihr die fandet, das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Und wenn ihr schon mal dabei seid, vergesst auch nicht, den Abo-Button zu klicken, denn das ist kostenlos. Und zusätzlich werdet ihr informiert, sobald ein neues Video von mir online geht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann schaut doch auch gerne hier mal vorbei. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!